Ich freue mich, dass Susanne Schäbeli bei uns ist, die Autorin ist. Aber Sie kennen sie möglicherweise auch als ehemalige SPD-Politikerin. Da war sie in verschiedenen Ämtern aktiv. Und zugeschaltet ist uns Sebastian Fiedler, der für die SPD im Bundestag sitzt, die innenpolitischen Themen betreut. Und Sie sprechen, Herr Fiedler, heute Abend auch als SPD-Innenpolitiker. Aber Sie sind natürlich auch von Hause aus Polizist. Hat Sie die Tat, das möchte ich gern fragen, auch als Polizist in besonderer Weise berührt? Ja, wie verrückt. Man schüttelt nach 28 Jahren das nicht ab. Ich habe in den, es ist zwar lange her, aber in den 90er Jahren auch mal in Uniform gearbeitet. Und ich vermute, dass es allen Polizistinnen und Polizisten so geht, dass sie selber reflektieren, ob ihnen auch selbst etwas, so etwas hätte passieren können. In welchen Situationen sind sie gewesen? Und ich glaube, dieser Umstand und der weitere Umstand, dass diese Tat ja vor den Augen der Öffentlichkeit passiert ist. Überall im Netz kann man bis heute die Tat ja noch nachvollziehen. All das führt zu dieser berechtigten großen Solidarität und der großen Bedrücktheit und Trauer. Und auch wenn ich jetzt Ihren Beitrag gerade noch mal gesehen habe, steckt mir ein dicker, fetter Kloß im Hals. Und ich glaube, das geht allen so. Man legt sein Polizistendasein nicht deswegen ab, weil man jetzt seit 3 Jahren im Bundestag ist. Frau Schäbeli, ich möchte auch Sie fragen. Sie sprechen als Autorin, als politisch Aktive, aber Sie sind auch Muslima. Hat Sie das Geschehen in Mannheim als Muslima in besonderer Weise berührt? Es hat mich vor allem als Mensch berührt. Also jeder, der dadurch nicht berührt ist, der sollte sich fragen, was mit seinem moralischen Kompass nicht in Ordnung ist. Es hat mich berührt, wie es die überwältigende Mehrheit der Muslime berührt hat, die diese Tat verurteilen. Und ich möchte an dieser Stelle auch mein tief empfundenes Mitleid gegenüber dem Tod des Polizisten aussprechen und auch hier sagen, als Muslimin nicht in meinem Namen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir die Tat klar bei Namen nennen. Wir sagen ja, wenn es zu rassistischen Vorfällen kommt, sagen wir Muslime, wir möchten auch, dass über Rassismus gesprochen wird als Tatmotiv. Und jetzt finde ich das auch wichtig, dass wir sagen, es handelt sich ja scheinbar um islamistischen Terrorismus, dass wir das auch ganz klar so sagen. Wir haben das in Mannheim ja gehört, dass Muslime auch sagen, der zieht meine Religion in den Schmutz. Serap Güler, die für die CDU im Bundestag sitzt, schrieb am Sonntag auf X, ehemals Twitter, jetzt eine Demo gegen Islamismus und für den getöteten Polizisten, organisiert von Muslimen, die damit deutlich machen, dass sie sich klar gegen diesen Hass und Terror positionieren, der sich auch gegen sie richtet. Das wäre es. Warten Sie auch auf so eine Demo aus den muslimischen Communities heraus? Also es gab in Mannheim eine ganz große Demonstration, an der auch sehr viele Muslime teilgenommen haben. Ich würde die Solidarität der Muslime und die Abscheu der Muslime vor diesem terroristischen Anschlag nicht an Demonstrationen bemessen. Wir sehen jetzt, es gibt so viele Dinge, die Muslime emotionalisieren. Wie sehen Sie da nicht in Massen auf Straßen gehen? Jetzt zum Beispiel Kontext Gaza. Es sind immer ein paar tausend Leute, die da auf die Straße gehen. Also ich würde das nicht an der Demonstration bemessen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir in der Debatte mit Muslimen gemeinsam schauen, wie wir ein friedliches Zusammenleben hinbekommen. Die Muslime mit einbinden, weil die überwiegende Zahl der Muslime diese Tat verurteilt. Weil ich glaube, es gibt auch etwas, was man weiß, aber nicht so oft betont. 70% der islamistischen Anschläge finden in islamisch geprägten Ländern statt. Und die größten Opfer dieser islamistischen Anschläge sind Muslime. Das, was diese Muslime in dem Einspieler gesagt haben, das ist etwas, das wir werden da immer in Mithaftung genommen und unter Generalverdacht gestellt. Ich weiß nicht, ob es Generalverdacht ist und ob der Verweis auf die anderen Länder nicht auch ein bisschen dann in Abrede stellt, was jetzt auch deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch christliche Mitbürgerinnen und Mitbürger an Ängsten haben. Ich möchte gerne Herrn Fiedler mal fragen, weil Frau Schäbeli auch am Wochenende selber postete, wenn wir jetzt eine Wir-haben-ein-Problem-mit-dem-Islam-Debatte führen, dann handeln wir verantwortungslos. Ist das in Ihren Augen auch so? Oder darf man schon auch die Frage danach stellen, ob der Islam oder die islamischen Gemeinschaften sich nicht stark positionieren müssen gegen den Missbrauch ihrer Religion? Sehen Sie mir nach, dass das auf meiner Prioritätenliste weiter unten rangiert, diese Debatte. Mich treibt jetzt zunächst einmal tatsächlich erstmal um,
wie es den Opfern geht. Das haben wir jetzt gerade zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt. Und mich treibt vor allem um die Debatte darüber, wie wir künftig solche Taten verhindern können. Da spielt eine Rolle, wie solche Radikalisierungsprozesse stattfinden. Da spielt eine Rolle, an welchen Stellen haben wir überhaupt theoretisch Möglichkeiten zu intervenieren. Da spielt eine Rolle, an welchen Stellen kommen die Sicherheitsbehörden hier in Rede. Wie können wir Polizisten besser schützen? Also erst wenn wir diese ganzen Debatten geführt haben, dann würde ich sagen, dann wäre es an der Zeit, dass wir auch darüber sprechen, was Sie jetzt gerade adressiert haben. Aber ich glaube, nach meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld, sind das im Moment die großen beunruhigenden Faktoren, weil sich in der Bevölkerung viele Leute fragen, an welchen Stellen können denn noch unentdeckt sich Leute im Wohnzimmer radikalisiert haben. Das sind im Moment so gerade die Sorgen, die die Leute haben. Und diese Debatten sind ein bisschen schwieriger zu führen als so manche Abschiebungsdebatte, weil es eben so ist, dass die mit breitem Abstand schwerste Herausforderung für die Sicherheitsbehörden ist, solche Menschen zu identifizieren. Im Prinzip können sie das nur, wenn sie das soziale Umfeld der Leute mit einbeziehen und niederschwellige Möglichkeiten schaffen, dass sich die Leute im Umfeld, Nachbarschaft, Arbeitsstelle, bei jugendlichen Leuten, die Schulen an Leute wenden können und sagen, mit dem passiert hier gerade etwas und können sich professionellen Rat einholen. Das kommt in der öffentlichen Debatte irgendwie kaum vor, obwohl es tatsächlich der einzige Schlüssel ist, der uns hier ein bisschen weiterbringen könnte. Ich nehme die Einladung gerne an und frage, ist es der einzige Schlüssel? Weil im Fall des Täters von Mannheim haben wir auch gerade den Verdachtsmoment gehört, er habe sich auf YouTube über Videos positioniert, das ist noch nicht belegt, aber er habe radikale Videos hochgeladen. Wenn dem so gewesen sein sollte, ist das etwas, wo Behörden auch aufmerksam werden können? Gibt es nicht die technischen Möglichkeiten, auch diese Form von halböffentlicher Radikalisierung dann auch zu erkennen und zuzugreifen? Theoretisch. Ja, theoretisch, da müssten wir jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr darüber wissen, ob und inwieweit er überhaupt hätte in den Fokus geraten können, ob und inwieweit er bei welchen Überwachungsmaßnahmen hätte auftauchen können. Da würde ich jetzt zu sehr im Nebel stochern. Ich will nur eben sagen, es sind schwieriger zu führende Diskussionen, die wir eigentlich dringend führen müssen. Es ist erstens die Frage, niederschwellige Anlaufadressen für Leute, die im Umfeld merken, da radikalisiert sich jemand, Befugnisse von Sicherheitsbehörden, Möglichkeiten, Fähigkeiten von Sicherheitsbehörden bis hin zu einem Thema, was auch noch unterrepräsentiert ist, diese ständige Messergewalt, die wir eben haben. Steigende Zahlen, wir kennen aus Nordrhein-Westfalen wieder, Zahlen vom letzten Jahr wieder gestiegen. Wir müssen auch darüber diskutieren, auf welche Weise erstens wir gesetzgeberisch, aber zweitens auch gesellschaftlich ächten müssen, dass überall Messer mit rumgeschleppt werden. Das würden wir bei Schusswaffen auch nicht tolerieren. Und ich finde, ein Messer unterscheidet nichts von einer Schusswaffe. Also allerspätestens jetzt sollten auch die Letzten verstanden haben, dass das eine tödliche Waffe ist. Und da gibt es nichts zu relativieren. Die gehört aus der Öffentlichkeit verbannt. Und wir sollten lieber im Gesetz regeln, in welchen Situationen ausnahmsweise eins mitgenommen werden darf. Das könnte man machen. Im Moment ist es gerade andersrum. Im Regelfall darf man eins dabei haben. Und wir regeln ganz umständlich im Gesetz, welche dann verboten sind. Das sind aus meiner Sicht Debatten, die würden echten Sicherheitsgewinn bringen. Herr Fiedler, das wäre, wenn ich dazwischen gehen darf, Aufgabe des Gesetzgebers. Aber er sprach auch eben an unsere Verantwortung als Zivilgesellschaft, auch möglicherweise in den muslimischen Communities. Wäre das Ihr Ansatz, zu sagen, auch sehr sensibel früh zu melden, wenn man das Gefühl hat, da radikalisiert sich jemand? Absolut. Wir sind hier als Gesamtgesellschaft gefragt. Muslime auch in die Früherkennung mit einbinden. Wir können vielleicht auch eher einschätzen, wo findet denn eine Radikalisierung statt. Ich glaube, dieser Kampf gegen islamistischen Terror, der kann nur mit Muslimen zusammen funktionieren. Und es ist auch wichtig, konservative Muslime einzubinden. Es ist auch wichtig, dass wir mit Imamen zusammenarbeiten, hier ausgebildeten Imamen, die dann auch Anlaufstellen sein können für diese Leute, damit sie sich eben nicht radikalisieren. Früher hat die Radikalisierung in Moscheen stattgefunden, jetzt findet sie im Netz statt. Das ist natürlich viel schwieriger, diese Leute dann irgendwie zu tracken und zu verfolgen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir hier in der ganzen Debatte keine Wir-und-Ihr-Debatte führen. Wir gehören hier alle zusammen in diesem Land und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir das auf die Reihe kriegen. Ich will den guten Gedanken nicht zerreden, aber wie realistisch ist die Auffassung, dass es da eine Mitwirkung gibt in den Islamgemeinden, in den Moscheen? Also gibt es diesen Dialog und wird man auch konservative Religionsvertreter dazu bringen, also so proaktiv mitzuwirken? Es gibt ganz viel Kooperation zwischen Sicherheitsbehörden und muslimischen Gemeinden, ja. Also ich habe früher beim Innensenator gearbeitet, natürlich. Es würde teilweise auch gar nicht anders funktionieren. Sie müssen nicht nur, sie tun es. Sie haben ja ein Interesse daran, dass es nicht zu solchen brutalen, hässlichen, abscheulichen Taten kommt.
Wir als Menschheit haben ein Interesse daran. Wir als Muslime haben ein Interesse daran. Natürlich gibt es da Kooperation und die muss man dann auch intensivieren. Ich glaube wirklich ganz, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier verstehen, das ist eine Herausforderung für uns alle in diesem Land. Wir leben hier alle gemeinsam und wir müssen gemeinsam schauen, dass es nie wieder zu solcher Tat kommt. Und das geht nur gemeinsam. Wachsam sein und miteinander sprechen, sich austauschen, das kann der Schlüssel sein. Einen ganz kleinen Anfang haben wir an dieser Stelle heute Abend auch gemacht. Danke, Sausan Schäbli, und danke, Sebastian Fiedler, dass Sie fürs Gespräch zur Verfügung standen. Danke, tschüss. Sehr gerne.